wie an einem Kreuzweg begegnen wir hier einem Bildstock. Bildstock heisst Wachstumslinie. Der Luzerner Künstler Anton Egloff hat an dem verwunschenen Limmatenufer seine Inspiration visualisiert und in die Natur gestellt. Ein Ast aus der unmittelbaren Umgebung hat der Bildhauer in Bronze gegossen und dann diagonal ins Bildfeld von seinem Bildstock gestellt. Es ist ein wunderbarer Ort zum Verweilen. Beim Blick durchs Fenster sieht man in die wildromantische Auenlandschaft. Aber der Künstler zwingt einem zum genauer Hinschauen. Und die Naturidylle, die verliert bald ein bisschen ihren Charme. Die Natur wird hier bedrängt durch den Siedlungsdruck. Und mit seinem Werk reagiert der Künstler auch sozialkritisch auf die Bedrohung. Müssen wir die Natur anfangen einpacken, wie das der Künstler in seinem Bildstock macht? Oder müssen wir sie sogar in einer Isolette schützen?